Go down. Hallo, ich bin Alex. Willkommen zu einem neuen Dance-Tutorial. Ich zeige euch heute meine Jazz-Funk-Choreo zum Song ID von Michael Patrick Kelly featuring Gentleman. Dazu gibt es auch zwei Tanzvideos von uns, und zwar Class-Video hier mit mehreren Gruppen, ne? Und Outdoor-Video auf dem Tempelhofer Feld. Schaut es euch an und tanzt mit. Los geht's. Ich mache zwei Teile. Jazz-Funk ist wirklich auch der Beginn vom Song, ja? Und ich fange an, ich stelle meinen rechten Fuß zur Seite und die rechte Hand zieht hoch, die linke Hand zieht runter. Das ist mein erster Move. Zack. Dann gehe ich mit dem linken Fuß nach vorne, die linke Faust kommt hoch und dann schiebt sie meinen Kopf weg. Jetzt öffne ich zur Seite, linker Arm groß auf und kick mit dem rechten Arm und rechten Fuß weg. Abstellen, zurückgehen mit links, Arme auf. Und dann schließen die Fäuste vor deinem Körper. Ja? Nochmal, los geht's. Ja. Seite, hit, weg. Open, hit, back. Auf, zu. Von hier, rechte Schulter. Mit der rechten Schulter mache ich so einen kleinen Kick. Boom. Ja? Also hol ein bisschen aus, Kick nach vorne. Und jetzt stelle ich mich zur Seite auf. Kopf ist weg, dein Kopf vor und switch. Das war übrigens Svens Idee. Da kommt nämlich im Song Repeating History. Sven, erzähl mal was dazu. Ja, wegen Remember the Time, Michael Jackson, Ägypten. Also genau dieses History. So eine Art ägyptische Figur. Ich habe linke Hand nach oben und rechte Hand nach unten umgedreht. Ja? Also wenn ihr hier wart mit dem Schulterkick, History. Schaut, dass ihr wirklich die Ellbogen schön eckig macht. Ich mache weiter. Jetzt stelle ich den linken Fuß einmal vor mich. Zack. Und der Arm geht über meinen Kopf. Ja, die Hände sind so geformt, dass sie zusammenklatschen könnten. Zack. Dann ziehe ich sie ein bisschen ran. Und dann um meinen Kopf herum. Ja? Von Anfang an. Rechter Fuß auf. Hit. Back, open, hit, step, back, show, kick, history, up und head, von hier weiter, Hüfte, kreis die Hüfte einmal nach links, ja, zack, von hier step, back und die Arme ziehen durch. Jetzt gehe ich down up, rechte Hand ist oben, ja, ich bin hier schön auf der Zehenspitze und dann mache ich die Füße wechseln, switch, switch. Wichtig ist, dass ihr hier oben seid. Go down, go up. Jetzt kommt meine linke Hand von hinten und ich gehe hier in eine Pose. Da kommt think, think like me. Down, up. You don't think like me. Und jetzt gehe ich Richtung Spiegel. Eins, zwei, tick, tick. Meine Arme machen Bounce, Bounce. Und meine Füße machen Zehenspitze, Ferse. Bum, bum. Ja? Jo. Von Anfang zum Mittanzen? Soll ich ein bisschen singen? Das wäre gut. Let's go. Five, six, seven, eight. We're five. Fighting, still fighting, repeating history. Boom, boom, boom. Dun, 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 dun. You don't think like me. Ha, ha. Weiter geht's. Jetzt kommt ein kleiner Bodenpart. Step down. Das heißt, ich gehe mit dem rechten Fuß auf. Meine Arme, achso, sorry, ich bin hier. Meine Arme gehen runter. Gehe hier schon mal ein bisschen tiefer und dann auf den Boden. Kopf halten. Dann kommt der Kopf wieder vor. Mein rechter Arm geht über vorne, dreht mich um und dann stehe ich auf. Wenn ihr aufsteht, erst Popo hochstrecken, Arme hochziehen und zur anderen Seite umdrehen. Schulter hit. Nochmal. Rechte Schulter, linken Arm hoch. Von hier wieder ein Kopfschmeißer. Das heißt, meine Arme gehen zur Seite auf, ich werfe meinen Kopf ein bisschen zurück und dann falle ich runter.
Von hier drehe ich mich zur anderen Seite um, also ich gehe ein bisschen nach links. Und jetzt kommt eine Drehung. Boom, stop. Ich drehe mich auf dem rechten Bein. Jetzt drehe ich auf dem rechten Bein und mache dann auch meine Arme rudern einmal. Das heißt, erst den rechten Arm zurück, dann den linken Arm vor. Zack, rechts zurück, links vor. Wenn du rum bist, kommt die linke Hand von unten nach vorne hoch. Von hier nach links rausziehen. Hol ruhig ein bisschen Schwung in diese Ecke. Ja? Linker Fuß Zehenspitze, linker Arm oben, Blick nach oben. Hier, out. Und jetzt switche ich wieder die Füße. Hop, hop. Es ist ein bisschen so, als würdest du mit deiner rechten Hand deine rechte Ferse hochziehen und verlagere das Gewicht. Eins, zwei. Powerarm. Ja? Spot. Spot up. Front up. Von hier, jump auf deinen rechten Fuß. Down. Ja? Also wir springen nach unten. Rechter Fuß, Arme machen auf. Dann schließe ich ran, falle nach links, falle nach rechts. Ja? So, ich gehe nochmal ein Stück zurück und zwar, wir waren hier, bam, bam. Bodenpart. Step mit rechts. Step down, head, switch. Up, Schulter, hit. Up, down, switch. Turn auf dem rechten Bein. Tick, tick, stop. Out, in, out. Jump auf rechts. Open, up, left, right. Das ist der ganze Choreo-Part, sage ich mal. Den mache ich nochmal. Ja, einmal zum Mitverfolgen. Und dann gehen wir in den Refrain. Der Refrain ist ganz easy und just for fun. Ja? Aber jetzt nochmal alle wichtigen Schritte vom Anfang. Ja. Hier ging es los, rechter Fuß raus und dann Kickback. Durch Fenster zu machen, die U-Bahn ist ein bisschen laut vielleicht. Ja, mach. Let's go. 5, 6, 7, 8. We're fighting, still fighting, repeating history. Boom, 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 da, da, da. You don't think like me. Ha, ha. Your problem is my problem. Don't you feel tick tick a? If we turn against each other, that's not a game we wanna play. Ha. Okay, ich hoffe, ihr konntet mittanzen und habt das mehr oder weniger verstanden, wann ich mich bewege. Und jetzt gehe ich weiter in den zweiten Teil. Sehr gut. Los geht's? Jo. Und zwar, ihr geht mit dem rechten Fuß 4 Schritte, bis ihr seitwärts steht. Ja? Also ich habe so ein bisschen zur Seite, ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter. Ja? Und das alles passiert in einer Kreisbewegung. Ja? Also Arme und Becken kreisen. Ich überlege gerade, dass es gegen den Uhrzeigersinn. Ich gehe mal von rechts nach vorne, nach links zurück. Ja? Also ich öffne, dann mache ich die Arme hoch und wieder und hoch. Down, up, down, up. 5, 6, 7, 8. Down, up, down, up. Zweimal hit, hit. Also von hier nach hinten ziehen. Jetzt gehe ich einmal runter. Mein Kopf geht über hinten nach vorne. Ja? Zack, back, arms up. Von hier dreimal. 1, 2, 3. Ich hebe immer meinen rechten Fuß und mein rechtes Becken bewegt sich. Und die Hände machen immer klick, klick, klick. Gestreckte Arme. Oben, Mitte, unten. Ich glaube, das ist auch ID, 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 ne? Mhm, ich glaube auch. Hier, ID, ID, ID. Ran, einmal nach rechts und einmal nach links. Und jetzt alles spiegelverkehrt. Das heißt, Wiederholung. Mit dem linken Fuß bis zur Seite. Diesmal drehe ich mein Becken im Uhrzeigersinn. Ja? Arms down, up, down, up. Let's go, left side. 1, 2, 3, 4. Hit, hit, down, go, back. Und 1, 2, 3. To the left,
to the right. Das ist unser Refrain. Also eigentlich super easy. Guck nur, dass du hier wirklich ein bisschen Power reinlegst. Einmal zum Mittanzen im Refrain? Ja. Erst rechte Seite, dann links, linke Seite. 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4. Boom, boom, tap, go back and up. 1, 2, 3 and 4. Lift, lift, down, down, repeat. And 1 and 2 and 3 and 4. Hit, hit, down, go back and up. 1 and 2 and 3 and 4. Da, 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 da. Hey! Woo! Okay, bis gleich. So, wir haben jetzt alle Schritte gelernt, beziehungsweise ich habe sie euch gezeigt und ihr müsst euch jetzt darum kümmern, sie zu lernen, dass ihr alles auswendig könnt. Ich mache jetzt einen Komplettdurchlauf, das heißt, wir fangen mit der Strophe an und tanzen dann den Refrain. Einfach dranbleiben und mitmachen. Let's go? Ja. Ja, 5, 6, 7, 8. We find, takes the fun, repeating his turn, we go, alright, man, alright. Then you don't think like me, hop hop your pro, let me slip pro. When don't you feel it ricochet? If we turn against each other, that's not a game you wanna play. It's merkwürdig. Who am I? Ja, aber das braucht sich ja nicht erklären. Jetzt kommt's aber. Das ist fertig. Jetzt kommt ein kleiner Freestyle-Part. Du machst immer drei Posen und dann Freestyle tanzen. Drei Posen, Freestyle tanzen. Und dann geht's nochmal in das hier, Shakey Shake. Okay? Also ich war hier, that's not a game wanna play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Pose, 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 freestyle. Let's go. 1, 2, 3, and 4. Tick, tick, double, back and up. 1, 2, 3, and 4. To the right. Go again. ID, ID, ID. Da, 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 da. Hey, hey, hey. Da, 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 da. Das war's. Okay. So. Ich weiß, ich habe das gerade nicht so toll gesungen, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, was ich mache. Wenn ihr den Tanz mit Musik üben wollt, dann switcht einmal rüber zu meinem privaten Channel. Da mache ich ein Kurztutorial, das heißt, ich zeige nochmal alle Schritte, einen Durchlauf und tanze es mit Musik. Ja, wir werden es auch von hinten filmen mit Musik. Dann habt ihr es auf meinem privaten Channel, Alex Neuf. Da habt ihr auch noch was zu Curry. Ja? Ja. Viel Spaß beim Tanzen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. Tschüss.